Verzeih mir wegen gestern Abend. Das brauchst du dir nicht so zu Herzen zu nehmen. Ich bitte dich. Das kommt davon, weil ich so selten bei euch bin. Am liebsten ging ich mit euch zurück aufs Land. Da könnte ich auch unterrichten. Zum Leben brauche ich nicht viel. Arbeiten würde ich nur im Winter und im Sommer legen wir uns an den See und Aalen und in der Sonne. Das machen wir alles, Peter, wenn du erst berühmt bist. Und das schaffst du. Ganz sicher. Womöglich heute Abend schon. Komm, Tatjana. Gleich nach dem Konzert sorgst du dafür, dass sie verschwinden. Ich will nicht, dass sie hören, was der Direktor sagt. Alexei! Er mag meine Kompositionen nicht, besonders nicht die für Klavier. Warum so spät? Entschuldige bitte, ich wurde aufgehalten. Ich bin den ganzen Weg über gerannt. Hast du sämtliche Noten kopiert? Ja. Für jedes Pult? Ja. Dann kontrolliere nochmal, ob alles in Ordnung ist. Ich dachte, es wäre ihm über, sich mit jungen Männern abzugeben. Aber Herr Hofrat, bei Ihnen blüht der Klatsch wohl noch immer. Es sollte doch möglich sein, dass zwei Männer befreundet sind, ohne dass man sie gleich verdächtigt. Jeder Verdacht schwindet, wenn er nicht durch irgendwelche Tatsachen genährt wird. Tschaikowski liefert uns genügend davon. Ich bin nicht an seinem Privatleben interessiert. Mir geht es um seine Tätigkeit als Professor. Ich höre, er hält sich für einen begabten Komponisten. Deshalb sind wir doch hier. Ich hoffe, du behandelst sie nicht so wie deine üblichen Zufallsbekanntschaften. Es muss schon echte Liebe sein, wenn ich hierher komme, um mir anzuhören, wie deine Schwester unter lauter Langweil an die zweite Flöte bläst. Entschuldigen Sie, kann hier jeder zuhören? Natürlich, ja.